Wir sind jetzt bei unserem vierten Teil und wollen mal sehen, wie es weitergeht. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du alles drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. So. Ich höre eine Schweineschnauze. Das gibt's doch gar nicht. Peppa Wurz, wo bist du? Ich hab dich doch gehört. Dann hast du Pech. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrens. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Gibt's denn Leute, die ihre Unterwäsche nicht waschen? Ist mir eigentlich auch egal, ich will es gar nicht wissen. Ja, unsere Knollenfreunde sind wieder da. Hurra, hurra, unsere Knollenfreunde sind wieder da. Ja, sollen sie doch. Knolli. Nein, du dummes Schwein. Du hast mich in den Abgrund getrieben. Jetzt kriegst du. Jetzt komme ich wieder. Jetzt ist vorbei, Kollege. Oh, nice. Laufe ich selber in den Abgrund? Hey! Also es ist ganz schön unfreundlich, wollte ich dir nur mal sagen, ne? Knolle? Hallo Knolli Molli! Oh, Knolli Molli! Ja, und wieder Fleisch. Aber... ich gehe erst darüber, bevor wir in den nächsten Raum hüpfen. Komme ich da jetzt rauf? Nee, ne? Doch. Friss mich, Blume. Zwei Zähne. So. Ich muss euch auch was gestehen. Ich hatte bereits weiterhin aufgenommen, wollte bearbeiten, schneiden. Das Spiel hatte einen Bug und ich hoffe, dieser Bug ist jetzt aufgehoben. Ich hoffe es sehr. Also ich war ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen weiter. Ich tue einfach mal so, als wüsste ich von nichts, okay? Um euch nicht die Spannung zu nehmen. Aber so viel weiter war ich auch nicht. Nur, jetzt weiß ich nämlich nicht, ob ich euch schon erzählt habe, dass ich nicht mehr wusste, wie man upgradet, also seine Waffen upgradet. Ich habe es herausgefunden, aber ich glaube, wir haben... Nee, ich wusste das doch. Oder auch nicht. Ich gucke nachher nochmal. Ich möchte euch jetzt nicht Spaß am Zugucken nehmen und mich noch mehr blamieren. Ich hoffe wirklich so sehr, dass der Bug weg ist. Es wurde jedenfalls fleißig daran gearbeitet, dass es aufhört. Das schwebende Tickern oder was? Hopp. Ach so, nein, stimmt, das waren die bratenden Dodos. Oh, das sind ja gebratene Dodos. Ich wollte ja so tun, als wüsste ich von nichts. Ach, mein Freund.
Das ging ja mal gut. Ach, Schleimilein. Wollte das Ding mich angreifen. Fang mich doch, du Eierloch, la 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 la. Nein! Oh. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Fang mich doch, du Eierloch, fang mich doch, du Eierloch. Oh, da hast du aber einen Kopf verloren. Hallo? Kommst du? Na komm. Komm doch. Jetzt hängt's. Ach Mensch, warum hängt das? Danke für die Zähne. 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 Ich hab's immer gern, wenn man gut weiterkommt. Aber wer nicht? Hopp. Ja, dann kommt man zurück. Hopp. Hallo Knolli Molli. Oh, hallo Schatz. Ich war ganz kurz irritiert, weil auf einmal der Kopf entgegenkam und ich dachte, da kommt noch einer. Sollte das Spiel zu doll ruckeln, muss ich mich entschuldigen bei euch. Ich habe schon bessere Einstellungen getroffen. Hä? Der Kopf ist nicht abgeflogen. Gut, ein Goldzahn. So. Also hier möchte ich nicht wohnen. Und ich möchte eigentlich auch nicht in diesem Wunderland sein. Obwohl ich sagen muss, dass mir das Wunderland doch besser gefällt als das erste, was wir aus dem Film noch kennen. Oh. Hurra! Tut mir leid, dass es ein bisschen ruckelt. Ich höre eine Schleimi. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Peppa, wo bist du? Hm. Ach.
der da? Zeig dir mir den Mittelfinger. Wehe. Blöd, Mann. Das ist ganz schön frech da oben. Nö. Wo ist Pepper? Ich höre doch Pepper. Da ist noch einer. Wenn ich mich schrumpfe. Ich habe keine Ahnung. Lauter? Lauter? Wieder. So. Sehr schön. Auf diese zwei Zähne kann ich da verzichten. Wieso sage ich immer Zähne? Nein, komm hier schnell, bitte, nein! Tod. Ja, ich warte, bis er zurückkommt und dann... Bist du da? Oh, tüchtig. Oh, bist du so tüchtig? Nein! Nein! Du kannst mich mal. Alles deine Schuld, weißt du? Also, Alice, ne? Kleine Domina. Hui, tüchtig, Alice. Sie spielt sich selbst. Ich tue immer nur so, als würde ich spielen. Ich habe damit nichts zu tun. Sie hat ein ernsthaftes Problem. So. Ah ja. So, da haben wir noch Schleimi? Nein. Aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Ach, hallo, Herzilein. Knollilein. Na komm. Ach, der ist doch Kacka. Ach, shit. Na. Ich
heute nochmal draufhauen, aber eine Erinnerung. Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Berberaffen. So, Kiste. Zertrümmern bitte. Sehr schön. Ich glaube, da muss ich jetzt wieder zurück. Oh, oh, oh. Sehr gut. Du! Hallöchen! Und diese ganz kleinen Härchen an der Schnut, das ist echt süß. Die machen bling. Aber nein. Nein. Wenn die eine Ladung abkriegen, platzen sie ja nicht. Aber bei den anderen rollen die Köpfe weg. Somit mit Fleisch. Ein Fläschelein. Mit uns. Also so ein Kleid hätte ich auch gerne. So ein Kleid hätte ich auch gerne. Mit dem ich so schweben kann. Oh, Slimy. Es tut mir leid, dass ich dich ermorden muss, aber es nützt nichts. Versteck. Einmal schnell durchhuschen und dann bekommen wir eine Flasche. Nein, eine Erinnerung. Auch gut. Ich weiß, du hörst mich, du widerständiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das ewige Kaninchen los. Also ich fand das ziemlich gemein, dass man Alice das Kaninchen weggenommen hat, ihr Kuscheltier. Das hat ihr natürlich immer sehr viel bedeutet. Und dass im Vorspann das weiße Kaninchen sein Auge verloren hat, indem es geplatzt ist, wundert mich nicht. Ich höre schon wieder ein Schwein. Peppa. Peppa Wurz. Oh, es tut mir so leid, dass es zwischendurch ruckelt. Da. Schlüssellöcher, die sind echt putzig. Erinnerungen sind sehr gut. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester war so liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Abstürzen, meine Liebe. Du weißt, du hast mich mehrmals zum Abstürzen gebracht. Das war auch überhaupt nicht meine Schuld. Ich bin so artig und brav. Auch wenn ich schon ein bisschen gespielt hatte, alles weiß ich nicht mehr. Und da war ich dann auch gar nicht mehr. So. Weg.
ja nicht mal aufsammeln. Noch ein Keller aus dem Kind. Kriege ich schon hin. Was? Hier? Oh nein. So, dann sammeln wir nochmal die Zähne. Zähne? Zähne? So. Gebt nicht auf. Weiter geht's. Mal wieder von hier. Alles sieht noch so ruhig aus und wenn man dann aber weiß, was gleich auf einen zukommt. Kann man auch leider nicht umgehen.
Flott rüber. Das war doch wunderbar. Lief viel besser. So, hier mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.